Bist du schon am? Ja, hallo. Ich bin die Maria Trauminit und ich bin ganz kurzfristig für die Frau Fischlmeier eingesprungen, weil die ist krank geworden. Und ja, wir werden das schön hinkriegen. Mein Name ist Hermine Standfest. Ich bin die Vertretung für Frau Fischlmeier. Ich werde den Vortrag sofort starten und gehe davon aus, dass Sie die folgenden Inhalte ebenso interessant finden wie ich. Wir starten mit Folie 1. Ich bin die Irina. Die meisten oder viele kennen mich wahrscheinlich schon. Das Thema Präsentieren, Moderieren darf ich euch jetzt vorstellen und darum auch der Einstieg. Das ist so eins meiner uralt klassischen Themen, die ich schon von Anfang an bei der Intersport mache. Also immer, wenn es darum geht, vor Menschen zu sprechen, Infos weiterzugeben, Besprechungen zu halten, souverän aufzutreten, dann passt es in dieses Seminar hinein. Mir ist wichtig, dass wir am Anfang immer die Erwartungen ganz klar klären, weil das sind zwei so große Themen. Wir haben nur zwei Tage zur Verfügung. Also ich mache das immer gemeinsam mit den Teilnehmern aus, damit wirklich für jeden dann das dabei ist, was er gerne machen möchte oder woran er arbeiten und wie er sich entwickeln möchte. Meistens ist es schon so, dass das Thema eben Selbstsicherheit, Souveränität, Kompetenz im Auftreten, Erlangen in der Kommunikation mit den anderen, wenn ich beim Präsentieren bin. Also moderieren ist schon immer dabei, aber jetzt kaum so die klassischen 6 Phasen der Moderation, wie es wir zum Beispiel brauchen, wenn wir jetzt einen Workshop moderieren. Aber es ist sehr oft so methodisch, was kann ich tun, damit ich meine Besprechungen ein bisschen interaktiver und effizienter gestalte. Das kommt meistens auch noch. Es geht immer ein bisschen ums Gehirn. Ja? Je entspannter mein Gehirn ist, umso lockerer kann ich sprechen, umso mehr fällt mir ein, umso genauer bin ich bei der Vorbereitung, umso besser kann ich beobachten, wie reagieren denn die Leute, die mir zuhören oder die bei mir in der Besprechung sitzen, umso schneller kann ich agieren und auch darauf eingehen, was da kommt. Und genau um das geht's. Und ich kann dann durch die Sicherheit, die ich allein durch das Seminar gewinne, bin ich dann in der Echtsituation, kann mein Hirn das einfach abrufen. An Techniken, die ich gelernt habe, an Tipps und Tricks, die ich gewonnen habe und kann das viel bewusster einsetzen. Es kommt ganz drauf an. Also jeder, der genau mit diesen Themen zu tun hat, der mal ein kurzes Kickoff zum Beispiel in der Früh macht, ein Morgenmeeting macht, der Infos weitergibt, der ein Projekt vorstellt vielleicht am Team oder rausfährt, jeder, der Besprechungen leitet oder auch ein bisschen vielleicht Methoden braucht, um was interaktiver zu machen, der in der Lehrlingsschule vielleicht oder bei so einem Seminar im Einsatz ist und dort als Referent auftritt. Es können Mini-Situationen sein bis zu, ich sollte jetzt vielleicht einen halben Tag an den Workshop leiten. Das Seminar findet hier in der Intersportzentrale statt, in der Flugplatzstraße, gleich drüben im Seminarraum und da sind wir 2 Tage. Ja, wenn ihr weder die Maria Trauminit, die Hermine Standfest, so besonders sympathisch gefunden habt und ihr daran arbeiten wollt, wie ihr möglichst authentisch und sympathisch und kompetent rüberkommt, dann sehen wir uns bei dem Seminar.